Also ich habe immer noch Probleme mit der Stirnhöhle und hat auch tagelang Kopfschmerzen. Mal gucken, also ja, so sah es aus. Also heute ist eigentlich der erste Tag, wo mir es relativ gut geht. Relativ. Tja, also Corona verfolgt einen weiter und ja, genau. Und ich wollte euch nochmal an die Fragen fürs Q&A erinnern. Ja, mittlerweile schon Mai haben, wollte ich gerne heute meine Monatsfavoriten April machen. Es ist sehr wenig. Irgendwie gab es nichts, also für mich nichts. Und ja, es sind zwei Bücher dabei, ein paar Schuhe dabei und ja, und noch eins. Also es ist wirklich sehr, sehr überschaubar diesmal. Genau, lieben, und da würde ich sagen, da fangen wir mal an. Meine Nägel sind wieder eine Katastrophe, aber gut, da schauen wir heute mal drüber hinweg. Aufgrund dessen, weil ich ja noch nicht 100% genesen bin. Jetzt wird schnocken lassen. So, ihr Lieben, als erstes ein Buch. Das heißt Blut mein. Und ich kannte die Schriftstellerin bis dato nicht. Das Buch hat mir eine Kollegin im Büro weitergegeben, die hatte das in ihrem Osterurlaub gelesen und es spielt natürlich in, wie man unschwer erkennen kann, Frankfurt. Ich lese euch mal kurz die Rückseite vor, es ist sehr speziell, weil es halt sehr Frankfurt-lastig ist, aber mir gefällt es trotzdem sehr gut oder gerade aus diesem Grund sehr gut. Dunkles Wasser. Die junge Melinda erwacht verletzt auf einer Motorjacht mitten auf dem Frankfurter Main. Sie ist orientierungslos und ohne Erinnerung an die letzten Stunden. Tage später wird die Leiche einer brutal ermordeten Frau an der Offenbacher Schleuse gefunden. Hat Melinda mit ihrem Tod zu tun oder will ihr jemand den Mord anhängen? Denn die Yacht, auf der Melinda sich befand, gehörte dem Mordopfer. Ein Fall für Kommissar Kai Herbracht und die Privatermittlerin Carla Senkrecht, die sich mit besonderer Vorliebe in die Polizeiarbeit einmischt. So. Sagen, mir gefällt das Buch wirklich ganz gut. Und das merkt man auch dran. Ich habe erst angefangen zu lesen und das ist noch übrig. Für Frankfurter und Leute, die sich zu denen dazu zählen, ein Muss. Es kann sein, dass ich manchmal noch so ein bisschen nasal klinge und so ein bisschen schnaufe. Ich kriege auch ein bisschen Schwerluft. So, ihr Lieben, ich habe mir tatsächlich für mein güldenes Haar so ein Turban wieder gekauft. Ich hatte einige, also um ehrlich zu sein, 3 Stück. Und die haben mich aber alle nicht so überzeugt. Die waren zu kurz, die waren nicht so schön. Ich habe nie gerafft, wie man es eigentlich wirklich drauf macht. Das habe ich eigentlich jetzt erst richtig verstanden. Ich benutze sie schon seit Jahren. Und da habe ich mir tatsächlich beim Decathlon. Noch eingekauft.
7 gekostet. War also auch jetzt keine Rieseninvestition. Mein Sohn findet sie ganz, 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 ganz fürchterlich. Also er sagt schon auf der Auffassung, dass ich mit dieser Brille gar nicht das Haus verlassen kann. Ich sehe aus wie ein Clown. Mein Mann findet es mittlerweile ganz gut, aber am Anfang war er auch überrascht. Also ich setze mal auf. Also mir gefällt sie gut. So hinfällig aus. Geschafft und dann meldet sich noch irgendjemand und
Ich lese seine Krimis ehrlich gesagt nicht. Ich gucke mir mal zwischendrin, ob das Mikro an ist, weil ich habe da so schlechte Erfahrungen gemacht. So, ich lese euch schon mal die Rückseite vor. Das ist jetzt nicht so spektakulär. Seiner Wahl gestartet, zieht eine Horde demonstrierender Klimaaktivisten vorbei. Allen voran eine junge Frau, die die Luxuskarosse mit einer Baseballkeule demoliert. Als die Polizei erscheint, ergreifen Sascha und die Unbekannte die Flucht und platzen in den Elternabend einer 5. Klasse, um die Nacht nicht auf dem Revier zu verbringen. Bleibt ihnen nur, in die Rolle von Christine und Lutz Schmolke zu schlüpfen, den Eltern des 11-jährigen Hector, die bislang jeder Schulveranstaltung ferngeblieben sind. Zwei wildfremde Menschen, zwischen denen kaum größeres Streitpotenzial herrschen könnte, geben sich als Vater und Mutter eines ihnen völlig unbekannten Kindes aus. Dabei ist die Tatsache, dass Hector der größte Rüpel der Schule ist, schnell ihr kleinstes Problem. Ich finde, das hört sich gut an. Also ich habe es noch nicht gelesen, das ist auch ganz, ganz neu. Jetzt am 26. April erst rausgekommen, also brand new. Das heißt, mein zweites Pair von, also mein zweites Pair von, weil ich
ein Genie so überzeugt von den Schuhfarbwäsche, habe diese Farbe gesehen und dachte, ich muss sie haben. Und deswegen habe ich sie gekauft. Es wird ja jetzt auch Gott sei Dank wärmer, da kann ich dir auch tragen. Ich hatte die schon, glaube ich, zweimal an oder so.
schön heiß, die Schuhe, oder? Gefallen mir sehr, 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 sehr gut. Dann sollte jetzt kein Bild kommen, wie es getragen aussieht, dann habe ich es vergessen. Ja. Ich hoffe, die Creme kann auch was. Ich habe sie noch nicht aufgemacht. Das werden wir dann.